Ich möchte unbedingt den Eindruck vermeiden, irgendwie zu bärisch zu sein. Ich habe viel Prügel einstecken müssen, als wir beim S&P 500 etwa 5-6% höher waren. Und ich gesagt habe, die Luft, die wird jetzt richtig, richtig dünn. Jetzt sind wir runtergekommen und haben jetzt eine Situation, die aus meiner Sicht, naja, schon sehr schwierig ist für die Aktienmärkte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Denn diese Aktienmärkte sind in einem Dilemma. Die haben im Grunde zwei Alternativen. Die eine heißt Pest, die andere heißt Cholera. Die eine heißt weiter steigende Zinsen aufgrund der hohen Inflation. Und die andere heißt, naja, wenn nicht weiter steigende Zinsen, dann nur deshalb, weil eben eine Rezession kommen wird. Denn das Mantra dieser Rallye, die wir in den letzten Tagen, Wochen oder in den letzten Wochen gesehen haben, bis letzten Donnerstag, war ja, die Inflation, die peakt, die kommt dann irgendwie ganz von alleine runter. Die Fed wird darauf reagieren, die Zinsen nicht mehr anheben, sondern sogar schnell senken. Und dann ist die beste aller Welten. Also kaufen wir schon uns mal in diesen Easing Cycle ein, in diesen Lockerungszyklus, geldpolitischen Lockerungszyklus. Das war natürlich reinstes Wunschdenken, das war erkennbar, aber manche sind dann ein bisschen euphorisiert und dann gehen so ein bisschen die Gäule mit ihnen durch, aber sei es drum. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Es begann heute ziemlich mies wieder. Der Abverkauf setzte sich zunächst fort auf Future-Basis, europäische Aktienmärkte runter, Dollar auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren, der Dollar-Index genauer gesagt. Wir sahen, dass die Natural Gas Prices, die Erdgaspreise in den USA, das erste Mal seit 2008 die Marke von 10 Dollar überschritten hatten. Und wir sahen dann eine Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe von knapp 3,08%. Also Renditeanstieg macht Geld teurer. Alles ziemlich negativ, alles ziemlich schlimm. Dann kam eine richtig negative Nachricht und dann war das aber eigentlich doch wieder eine gute Nachricht aus Sicht der Aktienmärkte, denn wir haben den Einkaufsmanager-Index aus den USA gesehen, erste Veröffentlichung, und vor allem Services abgestürzt mit 44,1. Alles unter 50 ist Schrumpfung und Services steht, naja, für so knapp 75% in diesem ganzen Bereich. Gewerbe ist zwar viel beachtet, aber letztendlich weniger wichtig für die US-Wirtschaft, möglicherweise schon die Dollarstärke, die sich da ausdrückt, möglicherweise, und das sagt S&P Global, die die Daten ermitteln, naja, die Leute halten das Geld zusammen wegen Inflation, man wird absolut vorsichtig. Das war jetzt offenkundig der größte Rückgang seit fast 13 Jahren, Ausnahme jetzt die Corona-Crash-Zeit, als praktisch ja die Wirtschaft komplett stillstand. Und was machen die Aktienmärkte? Bums, die schossen erstmal nach oben, die US-Renditen nach unten, der Dollar nach unten, weil man sich sagte, cool, dann kann die Fed die Zinsen ja nicht so weit anheben. Das war der erste Blick, aber der zweite Blick ist eben ein schwieriger Blick. Hier sehen wir nochmal, wie stark das abstürzt, und wir sehen hier den Gesamtindex in der oberen Grafik, der ist so weit runtergekommen, dass normalerweise bei solchen Ständen immer eine Rezession folgt. Wir sehen, dass wir hier wirklich tiefste Stände seit dem Corona-Lockdown haben. Also das ist natürlich echt mies. Immerhin, die Firmen haben die Preise kaum mehr angehoben. Die Inputpreise sind kaum mehr gestiegen. Also der Konsument ist schon Oberkante, Unterlippe, kann nicht viel mehr. Also erstmal Party nach diesen Zahlen. Aber so richtig durchschlagend ist diese Party zumindest bisher nicht. Wir sehen die Fed Fund Futures, die Zinslage einpreisen, sagen für die September-Sitzung der Fed 53% Wahrscheinlichkeit, ein kleiner Schritt, in Anführungszeichen kleiner Schritt 0,5, und knapp 47% ein großer Schritt 0,75. Hier sehen wir zunächst mal eben diese Reaktion, Aktienmärkte nach oben, Dollar nach unten. Fed Pivot Narrative hat sich da wieder durchgesetzt, also dass die Fed eine Wende machen wird. Wird sie wirklich eine Wende machen? Das ist die große Frage, denn da deutet sich gleich etwas anderes an. Dazu komme ich gleich. Dann noch kurz danach Immobilienmarktdaten aus den USA, Verkäufe neuer Häuser über minus 12% zum Vormonat. Zum Vorjahresmonat sehen wir jetzt einen Minus von 30%. Wir sehen also, dass am Hausmarkt wirklich da schon einiges im Argen ist, dass der Abschwung da richtig stark geworden ist.
Auch das deutet natürlich auf eine Rezession, weil die Amerikaner ihre Immobilie gerne als Kreditkarte nutzen. Und wenn da irgendwie Probleme sind, könnte es schwierig werden. Gleichwohl sind die Preise zum Vormonat noch mal ein bisschen gestiegen, überraschenderweise. Aber dann drehte der Markt wieder, der S&P 500 nach den Verlusten der Vortage ins Negative gedreht. Nicht mal eine Rezession kann uns noch retten. Bad news for growth is good news for risk assets. Also wenn die Wirtschaft schwach ist, gute Nachricht für die Aktienmärkte. Aber das ist wahrscheinlich eben eine falsche Auffassung. Bei einer Inflation, die weit über 6% ist, sogar über 8% in den USA. Denn wenn wir eine Rezession haben, dann werden die Umsätze schrumpfen, dann werden auch die Gewinne schrumpfen der Unternehmen und dann stellt sich eben auch eine Bewertungsfrage. Das ist sozusagen diese Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Fed wird die Zinsen nur dann senken, wenn es wirklich ziemlich arg kommt. Sonst könnte sie möglicherweise die Zinsen nochmal weiter anheben, vielleicht bis Dezember, nach der September-Sitzung nochmal, mal sehen, jedenfalls aber nicht sofort senken oder nicht absehbar senken. Suddenly Recession Talk is back on vogue oder in vogue, aber Paul wird möglicherweise, wahrscheinlicherweise, so erwarten es hier einige, eben nicht von seiner Haltung abweichen. Das haben ja viele Fed-Speaker, viele Fed-Sprecher in letzter Zeit klar gesagt, dass sie das eigentlich nicht machen wollen. Und jetzt komme ich zu diesem neuen Narrativ, das Jan Hatzius von Goldman Sachs ins Spiel gebracht hat. Hatzius ist sehr einflussreich. Deutschstämmig, der gute Mann hat gesagt, ja, die Fed wird die Zinsen auf 3,5% anheben. Das wäre noch ein ganzes Prozentchen von jetzt an, also nochmal 2,05er Schritte zum Beispiel. Und dann wird sie die da lassen für lange Zeit. Hups, das würde ja bedeuten, dass die Zinsen weiter steigen, zwar nicht in den Himmel steigen, aber eben auch nicht fallen. Und die Märkte haben ja eigentlich schon eingepreist, dass nach den Zinsanhebungen die Zinsen dann wieder fallen, weil die Wirtschaft sich abschwächt. Was aber, wenn die Wirtschaft sich zwar abschwächt, aber die Inflation eben nicht so wirklich runterkommt, weil die Firmen eben weniger produzieren, dadurch dieses Mismatch, dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht verschwindet, damit dieser Inflationsdruck weiter hoch bleibt. Und Liz Ann Saunders, die ich sehr, sehr schätze, die sagt, es gibt eine große Differenz, und die hat sich so ein bisschen gewundert über diese Rallye in den letzten Wochen über die Aktienmärkte, zwischen einer Pause und a Pivot und einer Umkehr, einer praktisch Kehrtwende, die da vonstatten ist. Sie selbst sagt, ja, kann gut sein, dass wir eine Pause bekommen, aber eben keine Kehrtwende. Und vor allem, was in den Aktienmärkten noch nicht eingepreist ist, ist die Verschlechterung eben der Earnings, also der Umsätze, Gewinne vor allem, und eben auch der Lage am Arbeitsmarkt, die sich jetzt schon andeutet. Wir haben ja immer mehr Schlagzeilen, dass Firmen Leute entlassen wollen, dass also die Lage für diese Firmen offenkundig schwieriger wird. Und schwierig ist die Lage für die Aktienmärkte auch deshalb, weil die Fed eben jetzt mit sehr schnellen Zinsanhebungen agiert hat. Der durchschnittliche Zinsanhebungszyklus seit 1985 beträgt 15 Monate, also es dauert 15 Monate zwischen Zinsanhebungsbeginn und dessen Ende. Normalerweise 266 Basispunkte im Durchschnitt, also 2,66%. Jetzt haben wir aber schon 275 Basispunkte und das Ganze nur in 6 Monaten. Das heißt, wir haben die dreifache Geschwindigkeit des Durchschnitts, liegt daran, dass die Fed, wie andere Notenbanken auch, natürlich total hinter der Kurve war in Sachen Inflation, immer gesagt hat, transitory, umso schneller muss sie jetzt agieren. Wie agieren die Aktienmärkte? Hier sehen wir mal den S&P 500. Der oben, wenn Sie da mal schauen, im RSI eine positive Divergenz hatte. Wir waren ja noch weiter runtergekommen. Dann kamen die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und bums, ging es nach oben. Also da war letztendlich schon im Chart die kleine Ankündigung, da könnte jetzt mal eine Erholung kommen. Die Frage ist, wie weit geht die? Sie sehen hier 2 Gaps, die hier da der Fall sind. Die liegen allerdings schon deutlich drüber. Wir haben ja nach unten jetzt Gaps gerissen, nachdem wir den 200-Tageslinie beim S&P 500 ganz exakt angelaufen hatten. Jetzt ist die Frage natürlich auch, wie geht es mit Inflation weiter? Wir in Europa haben massiv steigende Gaspreise und Strompreise. Der Ölpreis, der ist aber nicht richtig gestiegen. Das hat die Saudis geärgert. Und die haben jetzt gesagt, naja gut, wenn ihr jetzt einen Deal mit dem Iran macht und der Iran dann sein Öl wieder auf den Weltmarkt schmeißen kann, dann werden wir die Produktion senken bei OPEC Plus. Also man ist unzufrieden, dass man bei der ganzen Preisparty in Sachen Rohstoffe, in Sachen Gas, Strom nicht dabei ist, möchte jetzt auch beim Öl eine wichtige Quelle, Einkommensquelle nicht verpassen, will da an dieser ganzen Geschichte partizipieren. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, Gas spielt für Putin, spielt für Russland nur eine untergeordnete Rolle. Viel, viel wichtiger etwa
Das Fünffache dessen, was man mit Gas verdienen kann, verdienen die Russen bisher mit Öl. Dementsprechend wäre ein Anstieg des Ölpreises für Putin viel wichtiger etwa als ein Anstieg des Gaspreises. Hier sehen wir mal im Chart, wie jetzt der Ölpreis sich entwickelt hat, ist gestiegen. Über 93, 94 Dollar phasenweise das amerikanische WTI-Öl. Wir hatten vorhin gesehen, dass ja der Gaspreis, der Erdgaspreis in den USA stark angestiegen ist. Jetzt kommt also auch Öl weiter nach oben, inflationär. Dieser Chart übrigens großartigerweise von Capital.com. Wie lange habe ich das schon immer gesagt? Gell? Aber jetzt sage ich es, meine Damen und Herren, und schauen wir jetzt mal nach Europa. Da sehen wir deutsche Wirtschaft, Einkaufsmanager-Indizes, die waren keine Katastrophe heute, aber doch sehr schwach. Vor allem der Ausblick, düsteres Bild. Wir sehen hier am Arbeitsmarkt, dass auch hier in Deutschland die Unternehmen schon überlegen, wie das denn jetzt möglicherweise weitergehen kann mit der Belegschaft. Da versucht man auch schon zu reduzieren. Und die EZB hat sich jetzt in Gestalt des Italieners Panetta gemeldet und gesagt, ja, also wir müssen da schon vorsichtig sein mit Zinsanhebungen wegen der Rezessionsrisiken. Aber die EZB wird wahrscheinlich trotz einer Rezession die Zinsen anheben müssen. Denn es lässt sich sonst nicht mehr einfangen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Denn hier dürfte eben der Preisdruck, gerade in Europa, dürfte der Preisdruck ja dann im Herbst nochmal deutlich zunehmen. Und du musst vor allem die Inflationserwartungen langsam nach unten bringen. Power Prices sind zwischenzeitlich auch heute wieder deutlich gestiegen. Also Strompreise in Europa mit einem Äquivalent von 1000 Dollar praktisch für Öl, so ist der Gaspreis hier zu sehen. Es ist unglaublich. Wir haben jetzt etwa durchschnittlich in Europa fast 600 Euro die Megawattstunde. Und unsere französischen Freunde, die freuen sich darüber, denn wir exportieren jetzt Strom ja nach Frankreich, indem wir das so rare Gas verbrennen. Die Franzosen haben ja Probleme mit ihren Atomkraftwerken wegen Wartung, wegen Hitze, wegen Dürre, wegen etc. etc. Jedenfalls zahlen wir das faktisch, denn dadurch steigen bei uns auch die Strompreise. Die Franzosen wiederum merken das gar nicht, weil da der Staat eben den Strompreis gedeckelt hat. Also man könnte das ein bisschen salopp formulieren, wir zahlen den Franzosen die Stromrechnung. Das ist gelebte europäische Solidarität, meine Damen und Herren. Wir können ja auch einmal den Franzosen einen Strom bezahlen. Ne? Wir haben ja auch Erster, Zweiter Weltkrieg, sind wir ja immer da in Frankreich gewesen, haben wir auch was kaputt gemacht. Gell? Und da können wir jetzt einmal den Strom bezahlen. Ne? Ist aber wieder gut machen, könnte man fast sagen. Also fast 1% des deutschen Bruttoinlandsprodukts dürfen wir Deutschen dann oder viele Deutsche dann bezahlen. 84 Milliarden Euro in die Gasumlage, vor allem für zwei Unternehmen. Ein ehemaliges Gazprom-Unternehmen und eben Uniper, aber es profitieren auch ein paar andere, denen es noch glänzend geht. Wir zahlen alles, meine Damen und Herren, wenn in Thailand ein Puff abbrennt, wir zahlen. Na, und so machen wir einfach weiter, weil das haben wir inzwischen gewohnt. Jetzt haben wir, wenn wir nach China gucken, auch eine ähnliche Situation wie in Europa. Shanghai hat jetzt hier schon Power Restrictions erlassen. Also da sieht man zum Beispiel die Skyline in Shanghai nicht mehr beleuchtet. Die müssen sparen, die haben auch eine Dürre, die haben ein riesiges Stromproblem. Davon könnten Firmen auch wie Tesla sehr stark betroffen sein, spricht keiner bisher drüber, könnte sich aber auch bald in den Zahlen zeigen. Jetzt die Frage, warum haben wir nach wie vor einen irre hohen Gaspreis, der heute Morgen wieder 5, 6, 7% gestiegen ist, dann allerdings ins Negative gedreht ist. Die Gasspeicher, so die heutige Meldung, sind zu über 80% voll. Und eins ist auch klar, die Russen müssen offenkundig ihr Gas teilweise schon verbrennen, denn die ganze Infrastruktur ist auf Europa ausgelegt. Die können das mal nicht eben nach China transportieren. Das funktioniert nicht wirklich. Dementsprechend müssen sie es verbrennen an der Grenze zu Finnland. Sieht man die Rauchschwaden offenkundig dieser Verbrennungen. Ist natürlich umwelttechnisch eine totale Katastrophe. Erste Empfehlung als Artikel. Zweite Empfehlung, die Lage in China. Wir machen uns immer abhängiger jetzt vom Reich der Mitte und begehen damit eigentlich denselben Fehler, wie wir es mit russischer Energie gemacht haben. Wenn die
Chinesen sich überlegen, auch mit Taiwan, da wollen wir jetzt mal doch einmarschieren und dann der Westen reagiert, dann können wir die deutsche Wirtschaft ziemlich abschreiben. Die Abhängigkeit ist in den letzten Monaten und Jahren sogar noch mal gestiegen. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung eines meiner wirklich allerbesten Freunde ist Heiner Flassbeck, der sagt, Inflation entsteht nur durch Lohnanstieg, gell? Alles andere ist falsch und überhaupt der Heiner Flassbeck, der weiß alles besser, die anderen sind alles Idioten, nur er hat den Durchblick, da ist er mir natürlich super sympathisch, deswegen der dritte Artikel, da ein Interview mit Heiner Flassbeck und ein paar Zeilen dazu von mir zu dieser aus meiner Sicht etwas schrägen Auffassung des guten Heiner Flassbeck, der ja Staatssekretär bei La Fontaine gewesen ist. Also drei Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt und sag Servus und Ciao.